herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Pari und ich sind heute für euch im langsamen Walzer unterwegs. Wir tanzen eine kleine, nicht ganz so typische langsame Walzerbewegung, aber dafür sehr kompakt und auf wenig Platz tanzbar. Sie besteht aus Rechtsdrehung, außenseitlicher Wechsel und einer kleinen Drehung für die Dame. Wir starten mal und grundlegend brauchen wir eine Rechtsdrehung im Walzer. Sieht folgendermaßen aus. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Das wäre es auch schon, nur dazwischen bauen wir ein bisschen was ein. Wir starten nochmal und zwar tanzen wir eine halbe Rechtsdrehung, das heißt ein Vorwärtsteil. Jetzt tanzen wir einen außenseitlichen Wechsel, für ihn Rückrückseit, für Sie Vorvorseit mit 1, 2, 3. Für alle, die jetzt außenseitlichen Wechsel kennen, sagen ja, jetzt geht es mit Vorseitschluss raus. Ja, nachher. Jetzt tanzen wir eine kleine Liegebewegung mit vorwärts liegen seit und nochmal vorwärts liegen seit. Wir bauen sozusagen einen kleinen Boxenstopp in der Mitte des außenseitigen Wechsels ein. Diesen Boxenstopp beenden wir mit einer kleinen Damendrehung, indem wir die Dame hier einmal umdrehen lassen. Signal für es geht hinaus. Und dann gehen wir in die Rechtsdrehung fertig. Wir zeigen es nochmal. Wir starten ganz da drüben, damit wir drauf sind, mit einer halben Rechtsdrehung. Vor, Seit, Schluss. Jetzt kommt der außenseitliche Wechsel mit Rück, Rück, Seit. Wir nehmen unsere Boxenstopp-Bewegung mit Wiege, Seit, Wiege, Seit, Wiege, Seit. Und in dem Moment führt er eine Gegendrehung der Dame. Sie darf einmal links herumdrehen, er tanzt nochmal die Wiegebewegung. Achtung, wir gehen beide in die gleiche Richtung, kleine Schritte, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Und an der Stelle gehen wir jetzt in den Ausgang des außenseitigen Wechsels mit Vorseitschluss oder Vorbeiseitschluss und sind jetzt in der zweiten Hälfte der Rechtsdrehung. Das passt gerade so vielleicht drauf. Wir tanzen es nochmal klein am Stück. Und Vorseit, Schluss, Rück, Rück, Seit, Wiege 1. Dieses tanzen wir dreimal. Beim vierten Mal darf er wiegen, sie dreht einmal um und wir tanzen hinaus in die zweite Hälfte der Rechtsdrehung. Und dann könnten wir das Ganze von vorne wieder tanzen, in die andere Richtung, damit ihr das auch von der Seite einmal seht. Einmal wiegen, zweimal wiegen. Dreimal wiegen, die Dame darf einmal umdrehen und hinaus in die Rechtsdrehung. Das war's auch schon. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Walzerüben im Wohnzimmer. Ich denke, das war jetzt wirklich nicht viel Platz bedarf. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss! Ciao.